Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns immer noch in Malabar Tor und zwar ja, ein Stückchen über dem letzten, wo wir hier gewesen sind, in Talwacht, nämlich beim Wegschrein von Talwacht. Und da braucht jemand unsere Hilfe. Hilfe! Hier drüben! Ich Wortwörtlich. brauche euch! Bitte helft mir! Der Wurmkult hat sie mitgenommen. Wen? Weberin Indinael hat versucht, den Wurmkult daran zu hindern, diese Grabstätte zu schinden. Sie haben sie mitgenommen. Ich sah sie in der Mitte von Ter, gefangen bei einem der Altäre. Ich will mir gar nicht ausmalen, was sie ihr antun werden, wenn niemand sie aufhält. Indinael, war das nicht eine von den Quests davor? Was macht eine Geschichtenweberin bei einer Grabstätte? Wir schützen die uralte Grabstätte von Ter vor all jenen, die die Geister stören wollen. Aber dieser Teil der Geschichte ist jetzt noch nicht wichtig. Ihr müsst sie retten. Geht den Weg entlang. Sucht nach dem Altar im Wasser. Bitte. In Ordnung, ich werde nach Weberin Indinael suchen. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich soll hier rumgehen. Lalalala, ich bin doch gar nicht da. Ihr braucht mich doch noch nicht zu sehen. Ich werde gleich wieder gehen. Ja. Jemand hat Hilfe gefunden. Ich hatte befürchtet, dass es bald zu spät wäre. Keine Sorge, ihr seid jetzt in Sicherheit. In Sicherheit? Keiner von uns ist sicher. Alle Fäden laufen auseinander. Der Wurmkult erweckt die Eidbrecher. Die Nekromanten versklaven die Geister von Teer. Ihr müsst das aufhalten. Was machen die Nekromanten? Der Wurmkult möchte die uralten Geister aus diesem Moor hier versklaven. Jene Bosmer, die sich vor langer Zeit dem Grünen Pakt verweigert haben. Gestaltwandler, die sich Ifris Willen nicht beugen wollten. Sie sind auf ewig gefangen und auf ewig geschützt. Wie haben die Nekromanten vor, sie zu versklaven? Zweiglinge hüteten diese Grabstätten einst vor all jenen, die in sie eindringen oder aus ihnen entfliehen wollten. Die Nekromanten haben sie niedergemetzelt und das Kernholz aus ihren Leichnamen geraubt. Ihr müsst das Kernholz verbrennen, ehe sie es zur Kontrolle der Geister missbrauchen können. Warum kann man... Ach so, das ist eine... Nee, wenn ich das wähle, dann geht es, glaube ich, direkt weiter. Das sind diese roten Sätze. Und das andere ist, glaube ich, keine Auswahl, sondern das sind diese Zwischensätze. Warum kann man nicht einfach die Geister vernichten? Nein, so einfach ist es nicht. Wir nennen sie zwar die Eidbrecher, aber sie sind nicht böse. Ihre Geister ruhen bis zur Zeit der Erneuerung in Teer. Sie müssen sich mit den Bosma vereinen, damit unser Volk wieder geschlossen zusammensteht. Der Wurmkult würde dieser Hoffnung ein Ende bereiten. Dann werde ich das Kernholz für euch vernichten. Jo. Das ist kein Kernholz, aber das vernichte ich auch gerne. Gut. Edelsteingitter. Ach, hier. Ah, okay. Zu spät, zu spät. Ich habe es schon vernichtet. Na, komm. So, da hinten ist jetzt. Hier ist jetzt noch eine Quest drin. Hä? Moranda Edelsteingitter. Ist jemand da? Was geht hier vor sich? Ich kann nicht sehen. Was seid ihr? Die Lebenden nennen uns Eidbrecher und haben uns in Teer eingesperrt, weil wir uns dem Grünen Pakt verweigerten. Aber diese Nekromanten wollen uns versklaven. Wir haben uns geweigert, uns Ifris Willen zu beugen. Und wir werden uns auch nicht dem Wurmkult beugen. Wie kann ich sie aufhalten? Die Bosmer haben steinerne Altäre in Teer errichtet, um die Eidbrecher gefangen zu halten. Doch nun hat der Wurmkult diese Altäre verdorben. Ich spüre, wie unsere Leichen sich aus dem Teer erheben, und viele unserer Geister sind bereits erwacht. Ihr müsst die Altäre läutern, damit wir wieder Ruhe finden.
Ich werde tun, was ich kann. Bitte beeilt euch. Hier gefangen zu sein, ist überhaupt nicht so, wie im Morast von Thea zu ruhen. Wie läutere ich die Altäre? Mit dem Blut und den Knochen des Wurmkults. Tötet sie alle. Sie müssen für ihre Sünden büßen, so wie wir es getan haben. Der grüne Pakt hält uns alle gefangen. Doch wir würden eher auf ewig im Teer schlafen, als auch nur einen einzigen Tag dem Wurmkult zu dienen. Was ist ein Eidbrecher? Die anderen Bosmer nannten uns so, weil wir uns dem grünen Pakt verweigert haben. Warum sollten wir unsere Fähigkeit des Gestaltwandelns aufgeben? Wir wünschten doch nur, unser Leben so weiterzuführen, wie wir es seit jeher getan hatten. Und dafür wurden wir auf alle Ewigkeit in Teer eingesperrt. Was sind das für Geisterkreaturen überall in Teer? Sie sind ebenfalls Eidbrecher. Eidbrecher können nach Belieben viele unterschiedliche Gestalten annehmen. Doch einige sind durch die Einmischung des Wurmkults in einer bestimmten Gestalt gefangen. Habe ich mich jetzt erschrocken? Nun gut. Halte die Kultisten vom Quälen der Geister auf. So ab. Moment, wo müssen wir denn hin? Da, wo das so bläulich ist? Nee. Doch, das könnte... Das sind aber nicht die Geister. Ich kann euch gar nicht genug danken. Oh doch. Mögen die Geister euch lenken. Okay. Ihr Tod wird erst der Anfang ihrer Qual sein. Dafür werde ich sorgen. Ja, die gehören, glaube ich, nicht dazu, oder? Wenn ihre Geister in Thea bleiben, bereiten wir ihnen ein herzliches Willkommen. Gute Arbeit, Freunde. Ich kehre zu meinem Schlummer zurück. Na ja, mach du mal. Hier ist noch ein Geist. Keine Ahnung, was der gesagt hat. Der war so leise. Hab Dank. Ich kehre zu meiner Ruhe zurück. Ja, haben wir euch alle wieder schlafen gelegt. Sehr schön. Geschafft. Okay, verbrennt die Zweiglinge, läutert den westlichen Altar. Machen wir erstmal das mit der Läuterung, weil das gehört ja jetzt gerade hierzu. So, dann ist hier noch ein Altar. Da ist noch ein besetzter Altar. Ihr habt es geschafft. Wir sind in Sicherheit. Kommt zu mir. Ich möchte noch einmal mit euch sprechen. Sobald die Beschützer von Thea Gabe an Molag Bal, die großen Mammutknochen enthalten genug finstere, die Ältere zu unseren Zwecken zu manipulieren. Die Energie, die die Eidbrecher in Thea gefangen hält, wird uns auch erlauben, sie zu kontrollieren. Aber wir müssen vorsichtig sein. Wenn jemand an den Altären herumfuscht oder schlimmer noch, wenn... Seid sorgfältig bei Platzierung der Knochen. Sie sollten den Altar überschatten, aber nicht. Fahrt mit dem Graben fort, sobald die Altäre platziert wurden. Aus den Unternehmungen in der nahegelegenen sollten für euch genug. Ja, sie möchte nochmal mit mir sprechen. Das ist verbrennt, die... Sie ist da, okay. Aber wo? Da drin. Die Altäre wurden gereinigt. Meine Brüder und Schwestern werden wieder in Frieden ruhen. Wie konntet ihr dem Raster entkommen?
Nachdem der Griff des Wurmkults geschwächt war, zerstörten wir unser Gefängnis. Obwohl wir uns Ifris Willen widersetzt haben, haben wir es nicht verdient, unter das Joch von Nekromanten zu geraten. Ich bin die Stimme von Thaer. Als wir eingesperrt wurden, entschied ich als Unterhändler zwischen Ifris Getreuen und meinesgleichen zu dienen. Euresgleichen? Die Eidbrecher. Wir widersetzten uns Ifris Willen und zahlten den Preis dafür. Unser Leben. Ifre kann ebenso grausam wie mitfühlend sein. Hütet euch vor dem Zorn der Götter, Sterbliche. Kann der Wurmkult euch erneut versklaven? Ihr habt ihre Macht hier gebrochen. Vielleicht werden sie einen anderen Weg finden. Aber beim nächsten Mal sind wir auf sie vorbereitet. Fürs Erste müssen wir nun ruhen. Danke, dass ihr uns geholfen habt, obwohl wir Ausgestoßene sind. Vielleicht sehen wir uns wieder. Ja, und wir erhalten das Totem von Ifre, eine arkane Halskette ohne Set. Sehr schön, und da sehe ich noch was zu lesen, die spektralen Wesen. Unterjocht die Eidbrecher, entzieht ihnen die Essenz und unterwerft ihre Seelen unserem Willen. Die spektralen Tiere sind lediglich gestaltwandelnde Geister von Eidbrechern, die versuchen, unsere Berührung zu entgehen. Gewährt ihnen keine Gnade, entzieht ihnen die Essenz wie auch den anderen, unterwerft sie unserem Willen. Gut. Also gut nicht, aber... Wir laufen mal zu... Wo laufen wir denn hin? Moment, verbrennt. Ist es hier irgendwo? Ah, da. Ja. So. Hoppala. Darf ich jetzt? Ist hier zufällig auch noch was drin, was ich noch lesen kann, oder? Nee. Aber mal eben kurz die Fächer inspizieren. So. Moment, war da unten? Da ist ein Buch, ne? Versunken in Thaer. Niemals wieder auferstehen. Aber was sollen wir mit ihnen anfangen? Es war übertrieben, ihre Essenz auszulöschen und ihre Knochen zu verbrennen. Sie gehören noch immer zu den auserwählten Volk an, sind... Sie gehören noch immer dem auserwählten Volk an, sind noch immer unsere Brüder und Schwestern. Nein, sie müssen im Zaum gehalten werden, aber nicht bestraft. Wir werden sie in Thaer versenken. Der Boden ist weich und warm und wird eine gute Ruhestätte für ihre Gebeine abgeben. Ihre Geister werden auf ewig schlummern oder bis die Weber die Geschichte ihrer Freilassung erzählen. Wenn sie sich wehren, werden wir... Ja, es tut mir leid, aber ich war eben so ein bisschen von der Eidechse da hinten abgelenkt. Und dann habe ich nicht mehr gewusst, wo ich eigentlich gerade am Lesen war. Was haben wir denn hier? Silberflütz. Es ist doch etwas, was man eher seltener bekommt, weil es halt eben nur beim Leveln quasi sonst ist. Ne, die hatten wir schon. Dann müssen wir die hier oben machen. Mit mir ist immer alles lustig, Funke. Zu spät, Kleiner. Oder Kleini. So. Sehr schön. Sprecht mit der Weberin. Mein Tod ist der Beginn einer neuen Geschichte. Und ich fürchte, es wird keine fröhliche Geschichte sein. Ich spüre den Puls des Wurmkults. Ich muss widerstehen. Es tut mir leid, dass ich zu spät kam, um euch zu retten. Sterbliche Hüllen sind nicht weit davon Belang. Ich muss dafür sorgen, dass dieser Ort sicher bleibt. Habt ihr schon das Kernholz verbrannt? Habt ihr es aus den Fängen des Wurmkults geholt? Ich habe alles verbrannt, was ich finden konnte. Dann habt ihr die Pläne der Nekromanten durchkreuzt, die Geschöpfe Thaers zu versklaven. Ihnen bleibt nur noch ein Ausweg. Doch mit eurer Hilfe kann ich sie aufhalten.
Was planen die Nekromanten? Dank euch ist ihr Plan fehlgeschlagen, eine Armee aus Gestaltwandlern zu erschaffen. Jetzt müssen sie ihre gesamte Energie in einer einzigen mächtigen Kreatur bündeln. Ihr müsst euch holen, was sie dafür brauchen, ehe sie es selbst entdecken. Ich habe es in einem Sack in der Nähe versteckt. Geht! Schnell! Wie habt ihr ihn versteckt? Ein Geschichtenweber ist nicht wehrlos. Ich erzähle Geschichten und ich habe einfach den Verlauf der Geschichte verändert. Ich habe den passenden Handlungsfaden in einem Gewirr in der Geschichte Theas versteckt. Der Wurmkult, der nur auf seine eigenen Handlungsfäden versessen war, hat diesen Knoten nicht entwirrt. Interessant. Ich werde diesen Sack holen. Da. Auf kluge Weise gut sichtbar versteckt. Das Totem ist eines der mächtigsten Relikte in meinem Besitz. Es wird den Wurmkult davon abhalten, die Eidbrecher zu beherrschen. Aber zuerst müsst ihr euch vorbereiten. Wie mache ich das? Ihr werdet die Kraft eines mächtigen Eidbrechers brauchen, um die Nekromanten zu bezwingen. Wächter Zelonron war der mächtigste Gestaltwandler unter jenen, die sich dem Grünen Pakt verweigerten. Von dem Tag an, an dem Ifris Totem ihn hier band, hat er die anderen Geister beschützt. Erzählt mir mehr über die Gestaltwandler. Als die Wälder noch jung und wild waren, waren wir Gestaltwandler. Das war damals auch nötig, weil Valenwald selbst noch nicht zu einer endgültigen Form gefunden hatte. Ifre verlieh ganz Valenwald eine feste Gestalt und eine Bestimmung. Doch einige Bosmer haben diese Gabe abgelehnt. Sie sind wild geblieben. Wie kann Wächter Zelonron helfen? Ihr müsst ihn im Kampf bezwingen, damit die überschüssige Energie aus ihm hervorströmt. Das Totem wird die flüchtigen Reste aufsaugen, die von seiner Anstrengung übrig bleiben. Er steht den Geschichtenwebern schon seit Jahrhunderten bei. Aber dennoch wird er eher auf einen Kampf mit euch aus sein, als euch aus freien Stücken zu helfen. Ich werde ihn suchen gehen. In der Richtung... Ihr wagt es, die alte Erde zu entehren? Ja. Das ist so viel besser. Also nicht entehren, aber. Und nun? Ladet das Totem mit der Energie des Wächters auf. Welches Totem? Zwei. Drei. Was tut ihr da? Nein! Ach so. Für wen haltet ihr euch, meine Energie zu nehmen? Denkt ihr, dass es ausreichen wird, mich einmal zu besiegen, um meinen Geist zu versklaven? Ich werde zuerst sehen, wie eure Knochen im Teer versinken. Seid ihr der Wächter von Teer? Natürlich bin ich das. Meine Löwengestalt genügt, um Eindringlinge zu vertreiben. Nun, zumindest für gewöhnlich. Jetzt stelle ich die Fragen. Wer seid ihr und was wollt ihr? Eine Freundin. Weberin Indinael gab mir dieses Totem. Ifris Totem? Indinael würde es niemals hergeben. Nicht solange sie noch am Leben ist. Aber sie ist nicht mehr am Leben, oder? Ich würde ihre Gegenwart spüren, wenn sie noch am Leben wäre. Ihr habt es ihr doch nicht etwa geraubt, oder? Nein, sie hat mich losgeschickt, um es zu holen. Ich bin nicht sicher, was ich damit tun soll. Nun, warum fragt ihr sie nicht selbst, anstatt mich zu belästigen? Ihr habt mir damit den Großteil meiner spirituellen Essenz entzogen. Zu einem größeren Beitrag bin ich nicht gewillt. Vielleicht entziehe ich euch auch noch den Rest, bis ihr mir etwas Hilfreiches erzählt. Haha, ich weiß, dass ihr das nicht könnt. Das Totem ist voll aufgeladen. Ihr seid doch nicht so ein Schwächling, wie ich anfangs dachte. Sucht bald erneut nach mir. Vielleicht helfe ich euch ein wenig. Aber ihr müsst immer noch Weberin Indinael finden. Ich weiß nicht, was sie da ausheckt. Nun gut, ich werde Weberin Indinael finden. Alter. Greifst du mich denn hier wieder an? So.
Gern geschehen. Ich muss aber jetzt den Rest machen. Die scheint noch an der gleichen Stelle zu sein. Das ist schon mal gut. Oder auch nicht. Untersuch den Altar. Der Altar ist leer. Jemand muss die Leiche von Weberin Indinael mitgenommen haben. Wer auch immer sie mitgenommen hat, kann auch nicht weit sein. Ja, oder sie ist eingebuddelt worden. Ah, nee, zerbrochene Flasche. Die zerbrochene Flasche ist mit frischem Blut gefüllt. Wer auch immer dies getan hat, muss noch in der Nähe sein. Okay. Was finden wir jetzt? Ein Karren. Boah, jetzt geht mir doch nicht auf die Nerven, Mann. War außerhalb von eurem Bereich. So, schlaft. Ja, toll, jetzt kann ich es nicht mehr lesen, oder was? Super. Oh, vielen Dank dafür, ihr blöden Idioten. So. Dann müssen wir hier rum. Und da rein. Das heißt, die werden nicht eh gleich angreifen. Unter den Papieren ist eine alte, zerrissene Karte. Auf ihr ist neben hellen Blutflecken auch eine neue Markierung zu sehen. Sie kennzeichnet einen Höhleneingang am Bergkamm. Okay. Dann... Oh, oh, die nehmen wir noch mit. Was ich eigentlich sagen wollte, dann gehen wir doch mal dahin. Und das im Schnelldurchlauf. So. Wuppidiwupp. Ah, ich muss noch... Achso, da ist die. Ja, hätte ich das vorher gewusst. Dann muss ich natürlich mal eben hier alles platt machen. So. Hallo. Ey, schieß bloß nicht. Die steht nur 2 Zentimeter vor dir. Was war das jetzt für ein Leck? Sie haben sie mit reingenommen, nicht wahr? Sind wir zu spät? So scheint es. Dann ist alles verloren. Die Geschichten erzählen von einer dunklen Kreatur, die von der puren Essenz in ihrem Kern angetrieben wird. Das ist Geschichtenweberin Indinael. Sie wird sich in ein schreckliches, untotes Wesen verwandeln. Ein Diener, um die Legionen des Wurmkults zu befehligen. Sie machen sie zu ihrer Marionette. Es muss einen Weg geben, sie aufzuhalten. Wartet! Ihr habt es, Ifris Totem? Sie muss es gewusst haben. Sie muss ihr Schicksal vorhergesehen haben. Sie hat euch gesandt, um sie zu retten. Ihr müsst dort hinein, und zwar schnell. Der Wurmkult hat seine Pläne bereits in Gang gesetzt. Ihr müsst das Totem einsetzen, um sie aufzuhalten. Wie setze ich das Totem ein? Wendet es auf die Kreatur an, die ihr in den Höhlen findet. Derzeit kontrolliert der Wurmkult sie, aber dem Totem könnte es gelingen, seine Macht über die Kreatur zu brechen. Oder sie sogar ganz und gar zu vernichten. Ich werde tun, was ich kann. Vorwärtsfunke, wir müssen da rein. Ich habe gesagt, dass ich euch helfen werde, richtig? Mein Freund wird euch den Rücken frei halten. Ja, dann danke. Ich laufe schon mal durch. Ah, könnt ihr euch gerne durchlesen? Ich lasse mich in der Zeit mal ein bisschen anschießen. So. Nee. Moment. Hier durch. Und natürlich ist jetzt ja auch noch ein Buch. Na komm, das nehmen wir jetzt auch mit. Ja, jetzt kommt hier natürlich alles, war ja klar. Funke, kannst du dich vielleicht auch mal um irgendeins der Sachen kümmern? So. Grüne Dame, könnt ihr euch auch gerne durchlesen. Na, ich diene jetzt dem Wurmkult. Ja, ich will es trotzdem benutzen. Das ist es. Das Totem schwächt ihren Halt. Ja, aber es tut sich nichts. Ich drücke die ganze Zeit eh. Ihr müsst mich zerstören. Nein, wir müssen dich nicht zerstören. Ihr müsst
müssen wir nicht. Dunkel, hör auf. Ich bin frei. Wir müssen schnell verschwinden. Hä, ich verstehe das jetzt irgendwie nicht. Jetzt habe ich Funke extra weggeschickt. Weil die nicht mehr weiter Schaden drauf machen soll. Oh, klasse. Ich dachte, ich sollte das Totem anwenden. Langweilig. Herr Funke, jetzt mal ganz ehrlich. Du bist jetzt ganz kurz weg gewesen, ja? Also erzähl mir hier keinen. Oh ja, Seelensteine nehmen wir auch mit. Höhle einmal Spinnen frei machen. Ach, war gar keine Spinne. Ha. Sag mir bitte, dass die Gegend jetzt gesäubert ist, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es hat mal wieder keine Auswirkung. Die Fäden von Teer wurden repariert. Ihr habt die Eidbrecher und vielleicht ganz Walenwald gerettet. Wusstet ihr, dass ich euch töten würde? Würde töten müssen? Die Fäden wurden in alle Richtungen gezogen. Sie drohten zu reißen. Mein Tod war das geringstmögliche Übel. Mit eurer Hilfe habe ich die Geschichte herausgefordert. Und mit eurer Stärke war ich in der Lage, mein Schicksal zu ändern. Ich hätte es nicht ohne euer Totem geschafft. Eine Waffe ist immer nur so gut wie die Hand, die sie führt. Nicht einmal einer aus 100 hätte das Totem einsetzen können, um ihren Willen zu lenken. Das Totem ist den Geschichtenwebern heilig. Und deshalb muss es zu ihnen zurückgebracht werden. Ich habe Gwilon gebeten, euch persönlich für eure Hilfe zu danken. Ich werde mit Weber Gwilon sprechen. Der Wurmkult kann, solange er will, im Morast graben. Dank euch ist Teer vor seiner Nekromantie sicher. Werdet ihr den Platz der Weberin in die Nael einnehmen? Es ist meine Pflicht. Ihr Geist wird noch etwas länger verweilen, sowie die der Eidbrecher, die vom Wurmkult gestört wurden. Ich muss diese Zeit unbedingt nutzen, um so viel zu lernen, wie ich nur kann. Sobald die Kultisten fort sind, werden alle Geister wieder zu ihrer ewigen Ruhe zurückfinden. Ja, das ist schön. Dann haben wir alles erreicht, was wir erreichen wollten hier in der Gegend. Ich finde es immer noch schade, dass ich jetzt das Totem nicht verwenden musste, weil ich war so, Funke macht keinen Schaden mehr, ich muss das Totem benutzen, aber naja, gut. Konnte ich ja im Vorfeld nicht ahnen, dass das Ganze dann doch anders gehandhabt werden sollte. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und in der nächsten Folge werden wir dann, glaube ich, auf dieser Seite noch ein bisschen weiter nach oben die Karte entlang wandern. Und ich glaube, dann haben wir auf der anderen Seite ein bisschen weiter links auch noch die ein oder andere Quest, die wir machen können. Aber wir sind wirklich bald schon mit Malabaltor fertig. Aber wie gesagt, ein paar Quests haben wir auf jeden Fall schon. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!